Herzlich willkommen zurück, liebe Freundinnen und Freunde der World of Warcraft, liebe Schon-Coolie-Community. Ich bin Andreas und ich begrüße euch zurück zu einem weiteren World of Warcraft Gold Guide, einer kleinen Führung, einer kleinen Orientierung. Wieder unter dem Dach in dem Gebäude World of Warcraft als Wirtschaftssimulation. Und heute speziell mit dem Fokus, auf welche Weise ihr eure Profite maximieren könnt, wenn ihr die Daily Turn-Ins nutzt. Das sind nämlich diese täglichen Abgabequests. Die Questgeber sind die mit dem blauen Ausrufezeichen, das zeige ich euch gleich mal. Wunderbar, dass im Hintergrund das TSM-Accounting läuft und da kommt wieder Gold rein, während ich die Aufnahme mache. Das senkt die Opportunitätskosten der Videoherstellung und diese Information für euch. Und warum ich das deswegen heute nochmal in den Fokus rücken möchte, ist einfach, weil ich das Gefühl habe, dass gerade die Gelegenheitsspielerinnen und Spieler unter euch und die sogenannten Casuals und Anfänger und Einsteiger viele Sachen so gar nicht auf dem Radar haben und dabei wirklich potenzielle Profite, manchmal sehr brachiale, das hängt immer sehr vom Server ab, manchmal vielleicht auch geringe, aber das summiert sich am Ende ja alles, dass ihr diese Geschichten verpasst, weil ihr sie nicht im Fokus habt, nicht im Radar habt. Deswegen möchte ich bitte nochmal erinnern, in Boralus Allianz-Seite und hier Suldazar auf der Horda-Seite habt ihr bei den Kriegsfronten die täglichen Quests. Das sind hier die mit dem blauen Ausrufezeichen. Beispielsweise hatten wir hier, 9 Uhr ist der Reset, ganz wichtig, ne? Also wenn ihr die Möglichkeit habt, seid ihr pünktlich dabei. Hier haben wir die Kriegsrolle des Schlachtrufs, 3 Stück wollen abgegeben werden, die können natürlich die Inschriftenkundler herstellen. Dann haben wir beim Koch- und Angelbedarf die heutige Lebensmittelabgabe, sind die 40 Großmeerwälse. Und hinten hatten wir, glaube ich, das ist nur Gold, wenn ich mich recht entsinne, können wir nochmal gucken. Boink, guten Tag. Was möchte der Kollege? Ja, der möchte einfach Gold haben, aber 100 sind zu wenig, das senkt mein Vermögen, das gebe ich jetzt nicht aus. Die sollen arbeiten, gehen die Goblins überhaupt nicht ein. Was aber ja noch dazugekommen ist, und deswegen möchte ich das erwähnen, wir haben ja hier in Mechagon ebenfalls ein Daily Turn in eine Abgabequest, und zwar befinden wir uns hier bei Skagit. So. Und der hat hier die Rostbolzenrequisition, so nennt sich diese tägliche Quest. Der möchte 20 kalkifizierte Knochen. Das wechselt täglich, das sind bekannte oder die bisher bekannten Pre-8-2 Abgabematerialien. Und kalkifizierte Knochen könnt ihr bisher üblicherweise farmen. Dazu muss man auch in die alten Gebiete. Und das macht diese Quest sehr interessant, denn alle spielen gerade in den beiden neuen Bereichen. So, das heißt, idealerweise habt ihr hier die Lager voll, die Bestände voll, habt ein bisschen was gefarmt. Und was ich euch jetzt zeigen möchte, weil ich das Ganze jetzt mal exploitet habe, mit ein bisschen auf diese Frage, die gestern im Discord aufkam, für diejenigen, die das verpasst haben, da habe ich einen ziemlich schnell rausgeschmissen, weil der so, ja, so einen Unterton hatte nach dem Motto, ist das, was Exitus und Andreas machen, eigentlich legit? Also ist das eigentlich glaubwürdig, diese ganzen Zahlen und Millionen Summen, das ist doch irgendwie alles gar nicht nachvollziehbar. Die Person war keine 3 Minuten auf dem Discord und da sage ich mir, Mensch, guckt euch die hunderte von Videos an in den letzten 1,5 Jahren, daraus sollte sich erschließen, wie ich mein Gold mache, deswegen demonstriere ich das heute jetzt nochmal, das passt so wunderbar, um dann mit einem legit Lächeln zu sagen, ja, Andreas hat über 350 Millionen aus dem Auktionshaus gezogen und ich nenne nur 350, weil das die Zahlen sind, die ich noch nachweisen kann über die Umsätze, die ich über die Charts habe, ich habe ja auch manche gelöscht, das nur mal so. Und wie ich das gemacht habe, nämlich eine Kombination aus Marktmanipulation und dem geschickten Ausnutzen von Mechaniken wie auch einer Daily Quest, das, ihr Lieben, zeige ich euch jetzt. Wir gehen nämlich mal auf meinen Hauptauktionschar. Ich bin jetzt hier, ne, die Bank ist, hat jetzt das Goldcap, ich bin jetzt hier bei 1,7 Millionen, hatte heute witzigerweise 1,7 Millionen auch schon investiert in viele Sachen, war dann natürlich relativ wieder runter, das ist immer blöd, wenn man so viel Gold hat und gibt dann das wieder aus. Jetzt zeige ich euch mal, was ich gemacht habe. Den großen Erwälz. So, und jetzt habt ihr mal die Zahlen für die Zweifler, die es vielleicht noch geben mag. Ich habe heute mal ganz brachial 8.277 zum Preis von 8,88 oder 8,89 angekauft und habe 1.688 zum Preis für 222 Gold verkauft. So. Nochmal zur Erinnerung, das war diese Geschichte. Das ist nur diese Quest. Die Mailu hier, die ich jetzt hier hatte, auf der Hordenseite. 40 Großmeerwälse. 40! Die muss man ja erstmal angeln. Habe ich mir gedacht, ja, wer geht jetzt los und angelt 40 mal? Das heißt, ich habe das zur Sicherheit schon mal ausgerechnet. Sagen wir 75.000 Gold. Ich runde auf, habe ich heute investiert. Alles leer gekauft. Verdient habe ich nach dieser Rechnung 222 mal 1.688. Geht zur Seite. Weiche, du Wicht.
1688 mal 222 ergibt eine Summe von 374.000 Gold. Das heißt, ich habe heute 300.000 Gold netto Profit durch Fische, durch die Großmeerwälse. Dafür brauchst du jetzt eigentlich nicht mal einen Beruf, wenn man so möchte. Du brauchst keinen 120er-Chars, du musst auch nicht mehr gefarmt haben in den neuen Gebieten. Ich habe jetzt einfach nur eine Mechanik, nämlich einen Deliteur innen ausgenutzt, in Klammern. Die Auktion muss man natürlich ein bisschen überwachen. Vorteil Wochenende, man kann um 9 Uhr sofort die Quest checken, sich das angucken. Natürlich stürzen die Leute in das Auktionshaus, das ist dann die Marktmanipulation und kaufen die Geschichten leer. Das habe ich hier gemacht, ihr Lieben. 300.000 Gold gewinnen. So, das ist aber noch nicht das Ende. Den Joker, ja Leute, das Highlight spare ich mir zum Schluss auf, denn jetzt. Jetzt machen wir die Post leer, da sind noch ein paar andere Sachen dazwischen. Ihr seht hier die Großmeerwälse. Das ist das, was ich hier alles verkauft habe noch. Das jetzt noch reinkommt. Das machen wir doch jetzt mal. Ich liebe das Geräusch. Hört das Geräusch, Leute. Nur das Rauschen des PC-Lüfters war größer. Ich hoffe, man sieht ja, ein bisschen zu lange, zu doll in der Sonne vorhin. Ist natürlich schlau, die Frühnachmittagssonne, aber egal. Ich hoffe, dass das sieht man nicht zu deutlich hier. Hat übrigens auch den Hintergrund, dass ich die Verkaufskorridore, wenn ihr euch hier die Preise nochmal anguckt, dann stellt ihr fest, dass hier 40 Stück für 4.200 Gold und hier aber für 11.000. Das heißt, Offline-Zeiten, ach guck mal, da kommt ja noch was rein. Hier übrigens, ne, die kalkifizierten Knochen war heute auch eine tägliche Abgabe. Das habe ich euch eben gerade gezeigt. Ne? Das war der Kollege hier. Kalkifizierter Knochen, das war die Abgabe. Da habe ich jetzt auch noch ein paar. Der Markt ist danach ziemlich schnell gecrashed. Pech, zumindest der. Bei dem anderen Markt habe ich richtig abgeräumt. Und wir schauen uns das jetzt hier nochmal an. Das heißt, ich habe jetzt hier nochmal 300.000 Gold eingenommen, eben gerade fürs Protokoll. Ich habe heute 600.000 F... Gold verdient durch Fische. Durch Aufkaufen und Verkaufen. Wichtig nochmal, ich bin jetzt nicht der Maßstab, ihr Lieben. Ne? Andreas hat ein bisschen mehr Spielmasse. Die Botschaft für euch ist, habt von diesen ganzen alten Materialien ein paar Sachen in eurer Bank. Habt ein bisschen was in der Gildenbank. Spart hier und dort ein paar Sachen auf, ja? Nicht alles sofort in das Auktionshaus kloppen und verkaufen. Schön, ne? Also parallel im Hintergrund gehen die noch weiter weg. Nicht alles sofort irgendwie verkaufen. Seid gewappnet und gerüstet für diese Daily Turn-Ins, für diese Abgabequests. Sie sind im wahrsten Sinne des Wortes Gold wert. So, heute habe ich mir die Zeit genommen, habe das in Intervallen dann deutlich bekämmt, habe auch die ein oder andere Nachricht gekriegt, ob ich jetzt nicht mal kurz mal Pause machen möchte. Ne? Das ist Auktionshaus-PvP, das ist Marktmanipulation. Leute, das ist nur, kenne die Möglichkeiten. Die 600.000 sind jetzt unter optimalen Bedingungen, ne? Weil ich der Schnellste war. Ich habe den Markt als Erster resettet, ich habe die Abverkäufe gemacht. Jetzt ist der Preis natürlich nachher ein bisschen eingestürzt, das stellt ihr dann hier fest. Dass die Sachen dann hier ein bisschen gefallen sind, ne? Also das war natürlich ein Traum, die 40er Stacks für 11.000 Gold bin ich die losgeworden. So, nachher sind sie dann entsprechend gesunken, jetzt auf 4.227. Ist immer noch netto Profit deutlicher. Das heißt 3.158 zu 222. Stimmt, das kann das sein. Also ich bin bei 600.000 Gold. Ich weiß nicht, wieso kommt TSM. Ich hatte doch 300.000 Differenz und eben jetzt nochmal 3. Egal. Ja, dann sind es halt 700.000 minus so. Naja, gut. Ne? Das muss ich natürlich abziehen, ihr Lieben. Ganz klar. Also bei einer Investition von, sagen wir, 75.000 Gold. Runden wir auf 600.000, dann passt es wieder. Ich habe eben gerade so einen ganz kleinen Gedankenfehler. Ich habe natürlich die Anfangsinvestition vergessen. So. Und das. Liebe schon coolen Freunde, das Mount ist eigentlich schon cool, ne? Das muss ich mir auch nochmal holen. Wenn man das jetzt nochmal umrechnet in Marken, dann habe ich heute mal aber so ganz galant, sagen wir 4 Marken gemacht. Nicht ganz, ne? Aber
Nur mal, um in der Größenordnung zu bleiben. Durch Großmehrwälse, durch die Daily Tune-Ins. Jetzt kann man natürlich alle Märkte bedienen. Ihr könnt die ganze Zeit, was verkauft sich hier? Großmehrwälse, ihr seht, das geht nonstop weiter. Diese fantastische Anfangsinvestition. Marktantizipation nennt man das, ja? Es gibt eine Mechanik, es gibt einen Bedarf. Ich weiß, es gibt einen explosiven Nachfragebedarf, der kommt, weil die Leute tägliche Quests machen. Das Angebot vernichte ich, indem ich alles aus dem Auktionshaus kaufe. Ja, dafür braucht ihr Kapital. Aber rein nochmal für den Mechanismus. So agiere ich. Und so, und deswegen führe ich das jetzt so aus, für diejenigen, die sagen, wie hat Andreas 350 Millionen Gold über die Jahre? Leute, so! Genau so! Das kannst du doch nicht farmen. Wo soll ich denn 8000 Fische angeln? In welcher Zeit? Jetzt heute noch, während das läuft? Gut, ich kann nur noch Multibox angeln. Aber nur mal so, über die Größenordnung mit ein paar Mausklicks, eine Großinvestition von 75.000 Gold. Das ist für viele schon sehr viel, aber es gibt manche unter euch ja, die vielleicht, wenn es 10.000, 15.000 Gold gewesen wären und dann an den Reset ranhängen, lasst die großen Irren, die auf den Auktionshäusern spielen, die resetten die Märkte sowieso. So. Und dann klingt ihr euch da ein, klingt euch in den Windschatten, nehmt euch eine halbe Stunde, eine Stunde Zeit, ist die erfolgskritische Ressource und dann macht ihr in diesem Korridor ebenfalls die Abverkäufe, realisiert damit die Gewinne, damit macht ihr die Profite. So. Insofern kann ich sagen, heute nur durch Großmehrwälze 600.000 Gold gemacht. Das ist schon eine Hausnummer, das ist auch für mich tatsächlich jetzt nichts so nebenbei, wo ich denke, so, naja, fällt gar nicht auf, sondern dafür habe ich natürlich ein bisschen gearbeitet, das Auktionshaus bekämpft, immer in Phasen, Intervallen, deswegen sieht man nachher den Unterschied, zwischendurch stürzt der Preis entsprechend ein, dann habe ich jetzt leider nur noch über 4.000 Gold gekriegt für ein 40er Stack, statt über 11.000, das ist aber so, wenn man nicht hier 12 Stunden sitzen will und nonstop die Auktion bewacht, kann man natürlich auch machen, dann holt man entsprechend noch mehr raus, das wäre wahrscheinlich, hätte ich mich heute ausgeklinkt von allem, hätte ich souverän die Millionen reingeballert, jetzt verkaufe ich noch ein paar Tiefseebottle, also da habe ich ausgeholt, kurz und knapp. Denkt bitte an diese Warfront Turn-Ins, an die Mechagon Daily, diese Abgabequests. Habt das im Blick, beobachtet das. Das ist in meinen Augen eine Lizenz zum Golddrucken. Das ist in meinen Augen eine Lizenz, dass ihr Gold verdienen könnt. Seid also ein bisschen vorbereitet, farmt hier und da und unterbietet nicht so die alten Kochmats und Handwerksmats und Fische auf 3 und 4 Gold. Leute, macht es nicht. Wartet auf den Moment, indem die relevant werden für diese Tagesquest und dann macht ihr den Abverkauf und ich konnte gestern bei dem Thema Schießkassetten, habe ich super Feedback bekommen, dass viele von euch das auch nicht wussten, auch einen Fehler gemacht haben, also ja, ab jetzt auch Gold sparen und mehr Gold einnehmen und ich bilde mir ein, das ist auch eine Geschichte, die manche von euch und genau ihr seid die Zielgruppe, ihr alle, die sagen, Andreas, ach die Daily, ach die Turn-Ins, habe ich gar nicht, hatte ich gar nicht auf dem Plan. Stimmt, das ist ja eine einfache Methode. Ich habe meine Gildenbank eh voll, ich mache nicht so viel im Auktionshaus, aber das ist ja mal eine Chance zu gucken. Ganz klar, wer morgens um 9 Uhr einsteigt, hat natürlich die größte Möglichkeit der Marktmanipulation. So habe ich das gemacht, Leute. Ja, 600.000 Gold durch geschickte Marktmanipulation vorne, Realisierung der Gewinne, durch investierte Zeit, Auktionshaus-Camping. Das muss man erstmal erfarmen. Ja, einigen wir uns auf 3,5 Marken. Ohne Berufe. Ohne Farm zu gehen, aber durch investierte Zeit. Ne? Ich hätte jetzt natürlich Farm gehen können, parallel und so weiter. Das ist immer die Frage, wie setzt ihr eure Spielzeit ein? Andreas hat sie heute eingesetzt, um mal eben nochmal nur durch die Fische plus den Kram, der dazu kam. Und ich habe dann damit, das nochmal deutlich zu machen, ich habe wieder die 2 Millionen. Yes, ich bin auf dem Char jetzt bei 12 Millionen. Was ich über alles habe, zeige ich dann mal später. Ich habe noch das ein oder andere Projekt laufen. Wichtig, das soll euch einfach demotivieren. Das soll euch bitte motivieren. Freudsche Fehlleistung, ja, freudsche Fehlleistung. Weil das dann immer kommt. Die Zahlen demotivieren ja. Nein, sondern ich möchte die Zahlen dekonstruieren und euch motivieren, ebenso zu agieren. Muss ja nicht in der Größenordnung sein, ihr Lieben. Ne? Darum geht es ja gar nicht, sondern einfach nur mal das eine Ende der Skala eines völligen Auktionshaus-Junkies und Verrückten zu zeigen und euch ein bisschen inspirieren, Impuls zu geben. Ey Leute, behaltet das doch im Blick. Falls ihr das bisher nicht gemacht habt, warum nicht? Dass die Gefahr besteht, dass die Leute das dumpen, ist immer da. Dass die Leute sich nachher betteln, gerade vielleicht bei so einer Geschichte, weil man jetzt der Erste sein möchte, der verkauft. Aber es hängt von euren Einkaufspreisen ab, es hängt davon ab, was ihr selber erfarmt habt in dieser Zeit. Kennt ihr die Möglichkeiten? Das ist eine von 70, 80, 90, 100, wie ihr Gold machen könnt. Und damit komme ich jetzt endlich zum Ende, damit ihr alle weiterspielen könnt oder farmen könnt. Oder ihr habt vielleicht schon nebenbei gefarmt, während ihr euch das anhört. Ich bedanke mich, dass ihr
schon cool hier geblieben seid, euch das angeschaut habt. Es ist auch schon cool, dass ihr wiederkommt. Und falls ihr gerade diese Information und diese Diskussion nicht verpassen wollt zukünftig, kann ich nur raten, kommt in unsere schon coole Discord-Community. Wir haben die 2900 geknackt. Knapp 500 Leute online. Man sieht, Patch 8.2 zieht die Leute wieder ein bisschen hervor. Also kommt in unsere schon coole Discord-Community und dann sprechen wir über Farmen, über das Goldverdienen, über die WoW-Ökonomie, über Multiboxen, über was auch immer. Und mit diesem Klang, ja, diesem Schepper, ja, möchte ich euch motivieren, ja, nicht demotivieren, sofort streichen hier, cut, ne? Das war der Rest von schon cool, bis zum nächsten Mal, Leute, ich drücke die Stopptaste, viel Spaß und täglich 9 Uhr, neue Quests, neue Daily Turn-Ins. Auf dem Radar haben, gewappnet sein, vorbereitet sein, Gold verdienen. Keine Zauberei, so geht's, Leute, genauso. Bis dann, tschüss.